Hallo meine Lieben, heute mal was ganz Besonderes, und zwar habe ich hier eine Korte Bär mit einem 6,48 Kaliber, das vermutlich aus dem Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre stammt. Was ihr hier seht, ist eine Blindenuhr. Man hat damals überlegt, wie man Menschen die Möglichkeit gibt, eben auch wenn man eben nichts sieht oder sehr schlecht sieht, die Uhr abzulesen. Und man sieht hier, da ist eine Struktur auf dem Ziffernblatt. Und das Besondere an diesen Uhren ist, man kann hier mit diesem Knopf das öffnen und man kann dann mit den Fingern tasten und die Uhrzeit ablesen mit den Fingern. Blinde Menschen haben natürlich da ein viel besseres Gefühl in den Fingern und ich finde diese Idee super. In der heutigen Zeit kann man natürlich auch eine Smartwatch nutzen, aber wenn man tatsächlich so eine Uhr hat, kann man als blinder Mensch oder als sehbehinderter Mensch super die Zeit ablesen. Was mir aufgefallen ist, die Zeiger sind ja normalerweise gesteckt. Hier hat dann anscheinend Cordebert das verschraubt, damit die stabiler sind, damit die nicht gleich verschoben werden. Also das heißt, man kann mit der Hand ein bisschen hinkommen, ohne dass gleich die Zeit verstellt wird. Und ihr möchtet sicherlich einen Blick auf das schöne Werk werfen. Ursprünglich gehört die Uhr auch zur Grand Prix Serie. Swissmade steht auch drauf, man sieht es wunderbar. Und ich versuche die jetzt zu öffnen. Übrigens ein Tipp von einem User, wenn die an Uhren arbeitet, immer eine saubere bzw. weiche Unterlage verwenden, damit ihr die Uhr nicht zerkratzt, wenn ihr die Uhr zum Beispiel wohin legt oder wenn sie euch aus der Hand rutscht. Ich habe sogar mir jetzt solche schöne weiße Handschuhe gekauft, damit es einfach besser ausschaut. Und jetzt versuche ich euch mal die Uhr von innen zu präsentieren. Hier an der Seite gibt es hier so. Wunderbar. Also das ist mal wieder was sehr Schönes. 17 Jewels, Swissmade, Cordebert, Kaliber 6,78. Sorry. Also Kaliber 6,78, man sieht sie auch. Ist rot vergoldet. Sieht wirklich super aus. Die läuft auch gut. Und ich habe auch einen Deckel, habe ich euch mal erklärt. Wenn der Uhrmacher was gemacht hat, dann graviert er was rein. Ich konnte jetzt eine Gravur erkennen. Das heißt, die war, nee, sogar zwei. Hier unten ist noch eine Gravur und hier oben. Also war die Uhr zweimal beim Uhrmacher in ihrer Lebenszeit. Aber sie läuft super gut. Und auch hier seht ihr, damit man die öffnen kann, der Deckel ist ja relativ dünn, hat man hier eine kleine Kerbe. Man sollte sich das natürlich merken, damit wenn man die Uhr dann schließt, nicht auf der Kronenseite, sonst hat man die Krone im Weg. Also ich nehme dann die Seite, also gegenüber von der Krone, und dann halte ich es fest drauf. Und also Frankie, gell? Also weiche Unterlage, damit die Uhr nicht zerkratzt wird. Ganz wichtig. Das ist was Feines. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.